Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Helde. Hallöchen, lange nicht gehört. Mein Spiel lädt noch. Ach so, lädt noch? Ich im Flugzeug. Ich habe kein Kind neben mir. Nee, weil ich das Spiel hoste, bin ich hier der Hauptcharakter quasi und du bist nur Nebenfigur. Es wackelt. Was? Oh, ich sehe dein Licht da. Das ist aber ganz schön leer. Flugzeug. Nein, nein, nein. Oh, ich hasse es. Ich weiß auch genau warum. Hast du es damals in Familie gesehen? Doch, habe ich. Ich hasse es trotzdem zu fliegen. Tommy. Mathilde. Mein Sohn. Das sind unsere Hauptgegner. Kannibalen. Nein, Tommy. Oder Timmy? Weiß soll ich das wissen? Das ist dein Sohn. Ich hab's nicht gelesen. Timmy oder Tommy? Ich hab Hunger. Ich auch. Hunger und Durst. Liegst du auf dem Boden? Ja, ich stehe schon. Oh, der auf. Kann man ja unter das Kleidchen gucken. Hier ist auf jeden Fall, die hat... Oh, ja, guck dir deine Arme an, woanders an. Wollte ich denn... Oh. Ich hab auf jeden Fall eine Axt bekommen. Ja, ich sammle hier gerade irgendwelches Zeug von hinten ein. Genau, hier liegt überall Zeug, nämlich wollte. Also, nochmal zur Info, ich hab's ja damals gespielt im Let's Play, das könnt ihr euch noch gerne ansehen. Ich glaube, wir verlinken das einfach nochmal. Und, ja, Mathilde hat's nicht gespielt bisher. Nö. Und da wir ja quasi was Neues brauchten zum Zocken. Ich brauch auch eine Axt, ich will auch eine Axt. Mach mal Platz hier. Geh mal zur Leiche da vorne. Ja, mach mal Platz, du bist im Weg. Geh nochmal zurück, dann gehe ich vor. Geh vorbei, so. Medizin. Hier liegt überall Zeug. Wuhu, ich hab eine Axt. Oh, hier ist Essen. Nam, nam, nam. Ich weiß aber jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Ich weiß aber nicht, ob wir die Story nachgehen und einfach oder einfach nur bauen. Also ich dachte, wir wollten ein bisschen Urlaub machen. Stimmt, wir machen Urlaub. Urlaub im Kannibalenviertel. Auf jeden Fall, weil ich es schon gespielt habe, bestimme ich nicht, wo wir uns wieder. Na toll, lass die Nulpen die Führung. Gute Plan. Ja, du entscheidest, wo wir bauen. Ach, man kann den Kopf eröffnen, das weißt du aber, ne? Ja, so ein bisschen habe ich ja bei dir immer mal zugeguckt. Als ob ich wüsste, wo hier eine gute Lagerstätte ist. Das ist doch peinlich. Ja. Ich habe einen Stock gesammelt und einen kleinen Stein. Ich auch. Ich habe schon zwei Stöckerchen. Nee, ich habe schon zwei Stöckerchen. Ja, man kannst du maximal fünf oder so sammeln. Wenn du, glaube ich, mal auf. Ich habe was umgehauen. Genau, auf Ease Inventar und du kannst irgendwo auf Tab war es nicht. Auf Tab sehe ich die Spieler. Ah, B ist das Überlebensbuch. Da sind die ganzen Baupläne. Beispiel, man könnte jetzt anfangen. Dort ein Speer war sehr einfach. Das war. Hä? Ah nein! Die stehen hier nicht drin. Da musst du auf I gehen, Inventar, und da musst du so Sachen kombinieren. Achso, du kannst den Stock auch so nehmen, du kannst den aber auch kombinieren. Und ich glaube. Warte, ich weiß es nicht mehr. Habe ich keinen Stein? Ich habe ein Metallblech. Oh oh. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, Kid. Habe ich keinen Stein noch? Gut, ich weiß es nicht mehr. Oder waren es einfach nur zwei Stöcker? Okay, zwei Stöcker, dann hast du schon mal so ein. Ich habe eine Krähe entdeckt. Ich habe sie leider nicht getötet. Knochen brauchst du. Dann kriegst du Knochen und
Und die Kiesel sind auch gar nicht blöd, weil damit kannst du die Kannibalen ablenken vielleicht. Mhm. Ein Kiesel auch. Ich habe mich nicht daran erinnert, dass es überhaupt einen Kiesel gab in dem Spiel. Oh, die Vögel hätte ich pflücken können. Tüdelü. Ah ja, Vögel kann man auch töten. Ja, ich hab's schon versucht, aber ich war zu langsam. Ich kann nicht mehr Stöcke tragen. Nee, du kannst glaube ich nur maximal 5 oder so. Aber ich habe schon 2 kombiniert quasi, um da so einen Stab zu machen. Wacher Speer heißt er sogar. Warte, wie geht es jetzt hier? Geh auf I. Und ja. Geh oben auf die Stöcke. Und dann auf kombinieren. Nee, das war linke Maustaste. Mache ich auch immer einen Fehler. Mhm. Da gehen wir auf ihn. Nee, der Stein muss weg. Dann geht's noch mal auf so einen Stein. Genau. Und dann, wenn das Zahnrad fertig ist, kannst du loslegen. Drück auf Zahnrad. Und jetzt hast du besseren Speer. Der nächste wäre, du brauchst Tücher und Knochen. Aber Knochen okay. Gibt's eigentlich auch immer ganz einfach. Ja, Mathilde. Weise uns den Weg. Ich spiele gerade mit Hunger. Ah, es gibt hier Bären, die kann man auch essen. Ich weiß bloß nicht mehr, welche giftig waren und welche nicht. Ah, Kannibalen kommen schon rum. Was? Da ist gerade alle lang gelaufen. Hast du das nicht gehört? Dieses Was sind die Kannibalen? So, warte mal, wie kann ich denn hier Dinger wechseln, hier Waffen wechseln? 1, 2 oder... Ups, das war es nicht. Warte. Also ich habe jetzt hier nämlich nur so... Irgendwie ging das... War Inventar, das muss doch auch... Nee, hier, guck mal, du musst irgendwie den Rucksack kombinieren. Dann kannst du da... Ja. Das ist voll kompliziert. Ah, was... Du sollst jetzt nicht das Foto von dem Typen da anschauen. Ja genau, du musst den Rucksack reinpacken, die Waffe, die du haben willst, genau. Drück auf Kombinieren. Rechtsklick und dann kannst du den Slot aussuchen. Mhm. Weil ich habe aus Versehen was getrunken. Jetzt habe ich quasi auf 1 und 2 mein Speer und den Rest muss ich auch noch wegnehmen, weil die Hey, muss ich nochmal gucken, wie ich die Axt reinkriege. So. Die Axt war bei mir automatisch drin. Ja, bei mir auch, aber ich weiß jetzt gerade nicht, auf welchem welcher Test. Ah, auf der 4. Okay. Da war es Zufall, dass es bei mir auf der 1 war. Wo geht's lang? Ja, keine Ahnung, ich habe keine Karte. Toll. Ich habe irgendwie eine neue Pflanze entdeckt. Sehr schön, dann gehen wir einfach mal hier lang. Also, ich habe keine Ahnung, wo ich glaube, das Flugzeug stürzt in immer in derselben Position ab, aber ich kann dir nicht mehr sagen, wo das war. Weiß auch gar nicht, ob es eine Ingame-Karte gab. Doch, ich meine, du hattest irgendwie so eine Karte. Oh, was ist das denn? Nee, ich glaube, ich war so Flächen, hatte nebenbei ein Programm laufen, wo die Karte drauf abgebildet war. Guck mal, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Teich. Mit Fischis? Was soll... Ich habe keine Fischis drin gesehen. Hier ist ein Fischi drin. Ist ein Fischi drin? Ja. Oh ja, Fischi, Fischi. Wie kannst du genau damit, genau, filtrieren? Hihi. Auswählen. Ich mach mal auch mit. Sieht aus wie ein Palettendoktor. Auf was sollten wir denn achten, so Also ich habe mich auf irgendeinen Hügel barrikadiert, auf so einen Hang war das damals. Nee, da musst du gegen eine Axt... So. Hier ist Vögelchen gespießt. Wir waren Totem. Also, ich habe ein Vögelchen auch gespießt. Die sagen eigentlich immer, hier ist Kannibalengebiet. Okay. Oder es fängt da an, meine Güte. Auch noch ein kleiner See. Ganz nett. Ich glaube, bei dem Spiel war das auch, wenn die dich gesehen haben, dann, oder wenn die wissen, wo dein Lager ist, dann kommen die auch häufiger. Hm. Da hinten ist ein Boot. Boot, eine Insel. Aber ich glaube, das schwimmt. Ah, da oben sind Kannibalen. Wir gehen da nicht hoch. Ich habe ein kleines Fleischstück gesammelt.
Oh, guck mal, ein Zelt. Ja, hier hat Fritz Meinecke sein Camp aufgeschlagen. Oh, guck mal, einen Kochtopf nehme ich gleich mit. Und Kleber, dann hast du schon. Was ist da ein Heftchen? Porno-Heftchen? Die Marshmallows. Kaputter Schlepptop. Warte, Schlepptop, geh mal weg da. Ja, irgendwelche Leitplatten, ich weiß nicht mehr wofür, aber irgendwas kann man nicht machen. Rechts rum oder links rum? Ich überlege. Geh mal links rum. Ich glaube, mit den Haien konnte man nichts machen. Und Boote konnte man, glaube ich, auch nicht bauen. Doch, genau, den Haikopf konnte man abtrennen. Und auch mitnehmen, glaube ich. Aber du konntest das Haifleisch nicht benutzen. Wir können ja mal oben gucken. Vielleicht sind die keine. Ich schleppe einen Haikopf mit mir rum. Du kannst es auch mit STRG, kannst du dich auch ducken. Aber du siehst, dass du gesehen wirst. Ich werd gesehen von irgendwen. Vielleicht von dir? Ich hab keine. Aber hier ist nix, ne? Das ist auch gut. Nee, das ist doof. So, gar nichts, das ist doof. Auch wenn ja der Baum da sehr malerisch steht. Ja, ich glaube, der Baum hier war auch irgendwo. Es gibt ja auf der ganzen Map verteilt, wie soll ich sagen? Guck mal, das ist ein schönes Segelboot. Auf der ganzen Karte gibt es verteilt so Punkte, wo du quasi eine Pistole findest. Da ist auf jeden Fall so ein Totem. Ja, zwei sogar. Einen hacke ich mir kaputt und einen kannst du haben. Okay. Ich nehme hier noch diese Weinflaschen mit. Ich glaube, Medizin konntest du damit machen. Toll, das Zeug fliegt runter. Geilo. Ist auch irgendeine Blume? Ah, ich glaube, dafür braucht man auch eine Schaufel. Ringel. Das war so eine Pistole, das war auf jeden Fall ein One-Shot. Wenn du die Teile gehabt hattest, quasi, dann hast du mit einem Schuss sondern auf jeden Fall so einen Kannibalen zerlegt. Half aber nicht bei den größeren Gegnern. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Hügel aussahen. Nee, hier ist doof. Lass mal weiter. Also ich denke, es ist schon sinnvoll, hier irgendwie in der Nähe vom Meer zu sein, oder? Naja, Meer bringt dir nichts. Du kannst mehr nicht fischen, du kannst da auch, glaube ich, nicht schwimmen gehen, also damals nicht. Und hier haben wir keinen Schutz, hier werden wir ja gleich gesehen. Ja, eben. Außerdem können wir hier auch keine Bäume hacken und so. Richtig. Oder wir müssten immer kilometerweise laufen. Das ist doof, das mag ich nicht. Ich glaube, auf die Yacht konnte man auch drauf, aber dann musste halt schwimmen. Ah, jetzt sind wir wieder beim Flugzeug links. Guck mal, da sind Äffchen. Das sind keine Äffchen, das sind Kannibalen. Oh. Und die haben uns soeben gesehen. Das ist nicht gut, oder? Wollen wir wegrennen? Ja. Okay. Weiß nicht, haben wir Chancen, die zu... Da ist schon noch ein Kannibale. Links. Geh weg. Die umzingeln uns, ja. Ah, ich sag mal Rückzug. Gehen wir mal da lang. Ich hab keinen Plan. Ich renn nur dem nicht rum. Das kannst du. Naja, solange du mich nicht aus Versehen mal wieder mit dem Bogen abschießt, habe ich erstmal keine Sorgen. Ah, ich habe ein schlechtes Rad hinlaufen. Links läuft mir schon wieder ein Kannibale lang. Da haben wir sowas von gesehen. Du bist noch hinter mir? Ich dachte, du bist hinter mir. Ah, aber ich sehe deinen Namen. Dann laufe ich jetzt hinter dir her, so. Nee, ich laufe hinter dir. Nein, ich laufe jetzt hinter dir her, so. Denkt daran, wir müssen immer gucken, dass wir immer genügend Essen und Trinken haben. Oh, ein Koffer. Hier sind noch welche. Die ernten wir mal. Ach, du bist ja auch ein Kerl. Ja, ich konnte mich hier nicht entscheiden, ob ich Männlein oder Weiblein sein möchte. So, warte. Ach, Knochen fehlen mir noch. Ich habe keine Knochen.
Naja, lass weiterziehen, dass wir mindestens ein Lagerfeuer bauen können und. Genau, dass wir uns was zu essen machen können. Fleisch habe ich sogar. Wir haben Fische zum Braten. Ja, zwei Fische. Ich habe auch zwei Fische und ich habe einmal Fleisch. Ich habe vorhin irgendwie ein Kaninchen oder so gelegt. Hm. Oh, hier ist es eigentlich. Ich weiß nicht, wie weit hier überall Kannibalen rumlaufen und hier mal einen kleinen Teich und. Ah, schlecht. Oh. Hier ist ein. Wobei, jetzt muss ich gestehen, ich hatte über einen Kumpel von Gronkh Videos gesehen. Und Gronkh hatte hier quasi im See eine Festung gebaut. Und die Kannibalen kommen da nicht hin. Hm? Wollen wir das nachbauen? Hast du das Wasser so getrunken? Ja. Ey, wird's schon dunkel? Ja, es wird schon dunkel. Scheiße, lass mal hier ein Camp aufschlagen. Lagerfeuer. Das ist auf jeden Fall das nicht das Einfache, das erlischt wieder. Wir müssen das Richtige bauen hier. Setz das mal hin. Kann ich das nicht. Achso. Fertig. Hurra! Das ging ja flott. Weil wir schon so viel gesammelt haben. Gute Frage. Ah, wir brauchen Laub, um es zu entzünden. Laub kriegst du durch Äste oder sowas? Oh, ich hab Laub gerade gefunden, drei Blätter. Wie hast du das gemacht? Ich hab hier einfach irgendwie in die Gegend gehauen. Du musst irgendeinen Busch kaputt gemacht haben, ne? Ja, und ich kann hier trotzdem nichts machen mit diesem dummen Lagerfeuer. Ich hab ein Blatt eingesammelt, warte mal. Ich kann damit überhaupt nicht interagieren. Was denn? Wo ist das Lagerfeuerchen? Dunkel! Ah ja, wir haben die Feuerzeuge. Ich kann auch nichts auswählen. Das ist Lagerfeuer ever. Nein, nicht fallen lassen. Ich glaube ja, Feuerzeug brauchte man. Das ist schon gar nicht so doof. Ich glaube, ich baue mal daneben so ein anderes Lagerfeuer. Was tust du? Ist kaputt. Wir brauchen ein neues Lagerfeuer. Ach geil, jetzt muss ich ja wieder Steine suchen. Stöckchen. Da brauchen wir ein Blätterchen. Aha. Habe ich. Und wieso geht das jetzt nicht an? Gut, dann lassen wir das Lagerfeuer mal weg. Vielleicht ist das ja verbuggt, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier extra schon Neues gemacht. Immer dieses Einfache jetzt hier. Ja, das habe ich hier doch aufgebaut. Das ist das Einfache. Ach so. Weil man muss da so ein Auswahlmenü kriegen. Ja, gut. Das ist wirklich doof. Da kann man hier nicht bauen. Also bauen kann man ja. Vielleicht zu nass. Ich geh mal hier ein bisschen höher und baue hier nochmal ein ganz kleines. Ja. Mal testweise. Nee, Leuchtfeuer. Nee, das will ich nicht als Groß. Testen reicht das Kleine. Jetzt finden wir wieder Ästchen. Warte, ich kann. Warte mal, hier wird mir jetzt angezeigt. Achso, Blätter hier. Oh, ich dachte, das ist ein Hirsch. Oh, jetzt kann ich es anzünden. Ah.
Die haben wohl auch das Gronkh-Video gesehen, ha? Oh, ich habe was zu essen. Wie kann ich das jetzt da drauf packen? Aber ich gucke mal, ob ich da wo im Wasser was aufstellen kann. Vielleicht liegt das echt, weil das zu nah am Wasser war. Also ich habe jetzt hier erstmal was zu essen draufgepackt. Okay. So musste man die Dinger einzeln bauen. Ich... Ah, Plattform. Ach, jetzt war wieder die Frage, wie werde ich das dämliche Feuerzeug los? Ich habe was zu essen gemacht. Super. Setz jetzt mal eine Plattform auf und guck, ob das... Mach mal. Hier sind noch drei Sachen zum Futtern drauf. 10 Stämme. Okay. Dann fällen wir doch mal diesen Baum hier. Dann snack ich mal was. Turdis. Ah, ich glaube, wir müssen erstmal was mit Wasser bauen, du. Ach so, dass wir Wasser sammeln? Ja, weil das... Baumfeld. Ach, da brauchen wir Schildkröten für. Gibt es Schildkröten eigentlich? Schildkröten. Kann ich mehr als einen Baumstamm auf einmal tragen? Ja. Ja. Apropos, die wissen, wenn wir irgendwie... kriegen mit, wenn wir irgendwo, ne, also, was kloppen. Das sind ja kleine Baumstämme. Problem mit, Stock gesammelt. Ah, ich verstehe. Oh, jetzt bin ich sauber. Einen könnte ich dran machen. Fallen die ins Wasser? Jo. Ah. Oh, da gibt es viele Fischis aber drin. Ja. Jetzt müssen wir da vorher noch eine Plattform. Ah, bin ich hingekommen. Setzen. Jo, hab den zweiten rangekriegt. Okay. Ich springe immer ins Wasser. Hauptsache ich erfriere nicht oder so. Ich weiß gar nicht, ob das auch ging. Gibt es denn Schildkröten? Oh, ich habe Baumharz gesammelt. Irgendwo am Fluss? Und ich habe und hier irgendwie ein neues Tier. Wo ist denn der Fluss? Ich weiß nicht, ob die Tiere, ob das Fleisch auch verbrennt. Ich habe keine Ahnung. Ih, jetzt gewittert es auch noch. Ja, die ist kalt. Okay, das gab's doch. Das Feuer wärmt dich, ne? Danke. Hm? Okay, Kannibalen-Action. Ah, lass die Baumstelle in mir fallen. Ich muss dich leider töten. Bitch. Wo ist sie schnell? Alter, sie stark. Können wir uns gegenseitig töten eigentlich? Aua! Hier ist ein Stück! Okay. Ist, glaube ich, möglich. Ich verbrenne die mal gleich. Okay. Kannst du das Essen mal runternehmen? Ja. Will da noch was essen? Ich glaube, wenn die verbrennt, dann kriegen wir Knochen. Nice. Und die Zähne, die sie dahin fallen gelassen hat, konnte man auch, glaube ich, aufsammeln. Okay. Dann nehme ich mal einen Stamm und hüpfe mal weiter. Ja, das wollte ich ja eigentlich auch machen, aber dann kam ja Tussi. Hat nicht geklappt. Na, ich probiere es auch. Weil ich habe Angst, wenn wir zu nah dran bauen, dass die auch quasi... Oh. Jetzt liegen da schon zwei Stämme. Juhu! Ja! Warte, mit was baue ich mit E? Ja.
mir ist auch kalt. Weißt du was, wir bauen einfach noch eine Plattform davor. Das meinte ich ja vorhin. So. Oh, ganz viele Knochen. Und reißen die später ab. Ich brauche zwei. Da kann ich meinen. Und einen Totenkopf. Da kann ich meinen Speer verbessern. Nein. Kombinieren, du Horst. Und da Tücher. Ah, mir fehlt ein Knochen. Scheiße. Ich glaube, es waren drei Knochen. Egal, die nächsten Kannibalen kommen bestimmt vorbei. Was trinken, ne? Was Knochen, Knochen, Stoff, Stoff, was noch? Dann ach, Stock. Ja. Oh yeah, ich hätte sonst auch noch einen Knochen, habe ich noch. Kannst du mir ja rausschmeißen. Mach ich das? Fallen lassen? Ich habe keine Ahnung. Das sah gut aus. Da hinten. Ich hab ihn in der Hand. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Scheiße, wir brauchen wohl irgendwie was zum Heizen. Ich hab da mal Blätter draufgelegt. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Jetzt können wir jetzt doch vielleicht eine größere. Ach ja, wir wollten erst eine Plattform machen. Ich weiß aber nicht, wie ich diesen dämlichen Knochen werfen kann. Rechte Maustaste. Nee, das ist dann kombinieren. Ich meine, R. Escape. Ich hacke Bäume und nebenbei entdecke ich Tiere. Schon das zweite Mal. Haben wir schon. Achso, zweite Plattform hast du schon sozusagen aufgebaut, ne? Nee. Ich brauche erstmal Holz und ich muss mich erstmal wieder. Ich bin. Mir ist kalt. Also, es ist nur eine Idee, dass wir das nachbauen, was Bronco hatte. Das ist sinnvoll. Was ist das, was du da jetzt gebaut hast? Warte, das ist. Falls bauen, ist das das eigenes Fundament, oder? Genau. Hä? Das ist aber nur ein Stamm, den ich da habe. Nee, das ist, es gab da noch mehr, da kannst du umblättern. Freisbauen 2. Genau, Freisbau 2 und dann ist es die Plattform. Endlich, und die kannst du ziehen. Lang ziehen. Wolltest du den einfach dran packen oder muss es den aus. Nee, Mann, ich bin hier wieder runtergeplumpst. Läuft nicht. Bin zu dumm. Dann bauen wir noch eine Plattform. Setz du dir mal hin, ich pack da nur Stämme hin. Bin zu dumm. Du hast doch eine Plattform da aufgebaut. Das war gerade meine Frage, ob du den einfach da dran klatschen konntest? Oh oh, ich höre schon wieder. Ah, und ich sehe nichts und ich bin gerade. Nimm doch! Alter! Alter! Ich bin gerade hier. Jetzt hat der irgendwie hier sein dummes Walkie-Talkie und ich kann hier nichts wechseln und ich sehe nichts und das ist doch. Am Feuer, zwei Leute. Ja, wenn ich irgendwie. So, jetzt habe ich wenigstens meinen Speer. Ja, ich habe meinen Speer, Moment. Ja, ich bin gleich tot. Wo bist du? Ich sehe nichts. Ja. Ich hacke hier ins Dunkel rein. Bleib am Feuer, die kommen schon wieder. Es wird wenigstens heller hier. Ja. Vor dir. Okay, einer ist hier noch irgendwo. Ja, da, da. Ich habe den Eindruck, dass das ja kein guter Platz ist. Und wie habe ich dieses dämliche Walkie-Talkie genommen? Und wie werde ich das wieder los? Ich glaube im Inventar oder so, ich habe keine Ahnung.
Ich weiß, ich krieg gleich Knochen. Ja, wir können ja weiterziehen. Wir machen was anderes. Hier ist noch einer. Ich hab Durst. Finde sauberes Wasser zum Trinken. Ich höre dich doppelt durch das Walkie-Talkie. Ja, jetzt habe ich es wieder runtergenommen. Auf Kuh irgendwie. Ich muss jetzt gleich viel Wasser da aus dem... Oder habe ich hier was zu trinken? Soda. Obwohl ich ja die Idee mit dem hier einfach zu bauen ganz cool finde. Ja, aber ich bin irgendwie zu blöd. Anders nicht. Bau mal einfach den ersten jetzt hier hin. Und dann reißt mal wieder ab. Ey. Aber jetzt schwimmen die Sterne schon mitten hier auf den See. Weil hier haben wir immer eigentlich gratis Fisch, das ist eigentlich gar nicht doof. Apropos Fisch, ich glaube, ich fange gleich mal was, damit wir wieder was zu essen können. Ich krieg schon wieder Hunger. Ach scheiße, das Feuer ist kaputt. Brauch ein neues Feuer. Jetzt ein längeres vielleicht machen. Ich kümmere mich um Fisch. Alter, nimmst du mal bitte... Der nimmt seinen scheiß Speer nicht. Wieso nicht? Wenn du... Kann sein, dass du den Speer neu kombinieren musst mit dem Rucksack. Nee, der ist noch kombiniert. Nee, da ist schwacher Speer bei mir drin. Ist bei mir dasselbe Problem. Ah. Hä? Okay, danke. Bitte. Gern geschehen. Weil der macht mir Schaden. Der ist auf jeden Fall besser. Oh, wenn der schwimmt, kann er den Speer nicht tragen. Wie dumm ist das denn? Dumm, 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 dumm. Ah. Ist ein schöner Baum gewesen. Hä? Ach, du hast ja einen... Ah! Ist nicht weggerannt? Normalerweise rennen... Das andere steht da auch noch. Ich probier's mal. Normalerweise sind die Viecher immer schnell weg gewesen. Egal, das war nicht schnell weg. Cool, dann hast du Fell und dann kannst du das mal essen. Ja, yeah, ich habe eine Trophäe. Ja, können wir später aufhängen. Muss kannst du essen? Sammeln. Ne, wir brauchen Lagerfeuer. Wolltest du nicht Lagerfeuer machen? Achso, ja, ich bin der Lagerfeuermann. Du bist der Lagerfeuermann. Ah, ich komme hier mit der Steuerung noch nicht klar. Lagerfeuer, ne? Jo, das Gute. Das Stein brauche ich. Ist das hier der unendliche Stamm oder was? Ist meine Axt stumm? Stumpf. Stumm ist er auf jeden Fall. Erzählen tut's ja nichts. Nicht in den See rein. Wir bauen das ja einfach nach. Copy und Paste, Leute. Der erste ist dran. So, dann machen wir einfach danach. Das Problem ist, die kommen dann hier auch drauf. Das ist das Dumme. Ja, können wir das nicht wieder dann abreißen? Ich hoffe. Ach, den kann ich langziehen. Das ist doof. Ich pack gleich mehrere Fleischstücke da drauf, ne? Ja, ich baue hier gerade gegen irgendwas gegen, oder? Noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, da ist auch ein Kunde, da kommen wir wieder. Ah, kommt man aus dem Dungeon, glaube ich, wieder raus. Ich hoffe, die Bäume wachsen nach. Das hoffe ich auch. Ich habe schon wieder ein Tier entdeckt, obwohl ich nichts mache. Cool. Ich nehme mal was zu essen. Ich hoffe, es war durch. Dieser Baum will nicht fallen. Oh, jetzt fällt er. Guck mal. Timber! Und ein neues Tier entdeckt. Oder wenn du Tiere entdeckst, kriege ich wahrscheinlich auch das Symbol. Ja, ja. Mm-hmm.
Bau, 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 Heinrich. Baumfeld. Ich glaube, erstmal ist das Wichtigste so eine Plattform, der irgendwie aufs Wasser kommt. Und ja. Ich falle ins Wasser. Geil. Ich dachte, die Plattform wäre fertig. Nö. Ah, nee, es ist der Ast. Das ist gefährlich, pass auf. Da ist es. Ja, früher oder später kommen wir da schon dran. Ich würde sagen, wir bauen erstmal so einen Langpfad irgendwann aus Wasser. Mhm. Dann können wir nämlich die verteidigen, wenn sie draufklettern nachts. Ja. Vielleicht können wir sogar dann später da auch ein Feuer machen. Wir machen ja. Auf Feuer, auf Holz Lagerfeuer. Mhm. Aber wenn du willst, können wir auch noch umziehen. Also mir ist das egal. Wir bauen hier erstmal ein Zwischenlager. Wollte ich sagen, das ist erstmal unsere Grundbasis. Und wenn wir später irgendwo einen geileren Ort entdecken, dann machen wir das. Also wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir hier die Schildkröten irgendwo finden vielleicht. Ja, die sind irgendwo am Meer. Das Problem ist, ich kenne die Map nicht mehr. Und ich habe auch gerade kein Zusatztool und ich weiß nicht, ob wir das hier wiederfinden. So. Naja, wenn wir sozusagen ein Bauprojekt lassen, dann müssten wir doch die Hammer die ganze Zeit sehen, oder? Aber ich glaube, wenn du zu weit davon entfernt bist, geht das weg. Einer noch, dann haben wir die zweite Plattform. Das ist ganz schön viel Holz, so eine Plattform. Ah, hier ist noch ein Stück. Bisschen. So, warte mal. Mach ich mal hier hin. Mach mal die nächste Plattform. Jo. Vielleicht kommen wir noch eine ran. Man könnte auch ein Pavillon. Ja, erstmal brauchen wir ein paar Plattformen, bevor wir uns hier um ein paar. Oh, da sind Enten. Scheiße, ey, voll scheiße gebaut, weil hier. Gleich das Ding da. War das da unten nicht abreißen irgendwie? Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich so einen Querversatz machen. Ja, dann machen wir das halt. Das kann ich canceln. Was auch. Dann bauen wir hier eins hin. Übers Eck. Können wir noch besser verteidigen. Sag ich jetzt einfach mal so. Das wird super, das wird toll. Aber ich dachte, das konnte man irgendwie langziehen. Und ich sehe nicht, welche Höhe dieselbe Höhe ist. Das ist okay. Voll dumm. Ich hoffe, wenn der zweite Teil rauskommt, ist es besser. Hm. Nein, das danke, du bist hier voll bei mir. Ja, ich muss hier leider. Ich kann das Objekt nicht im Stehen. Wenn ich stehe, kann ich es nicht irgendwie hin und her bewegen. Ich muss mich da bewegen. Ist das doof? Guck mal weiter, haben wir noch vielleicht was Besseres bei Freies bauen. Fisch. Sind schon diese Plattformen, glaube ich, die wir brauchen. Aber auf dem Bild sieht das so anders aus, weißt du? Das ist gebaut so schnell. Tja. Was hast du gemacht? Ich habe die da hingesetzt. I. Mit E. Einfach hingeballert, ja? Jo. Gutes Augenmaß, würde ich sagen, ja? Ich weiß nicht, soll ich vielleicht separat so Richtung da, wo Lichtung ist, gehen, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht Schildkröten finden oder so? Kannst ja dich umschauen, wenn du willst. Ja. Wie macht das? Warte mal, ich mache hier mal für Unterkünfte, Essen. So, dann stelle ich hier, den stelle ich mal hier oben auf den Stein, ne? Ja, das willst du. Nicht? Ja, können wir machen, klar. Machen wir hier auf den Stein, das ist Wumpe. Brauchen nur so. Das Dumme ist bei den Schildkrötenpanzer, du kannst immer nur einen nehmen.
Okay. Um zu wissen. Aber wenn wir die ganze Zeit. Gucken wir mal, ob ich einen Finger. Dreckwasser trinken ist halt scheiße. Hier sind wieder irgendwelche ollen Totems. Oh, hier ist ein Dingsbums. Oh, ich habe alle Hülle gesammelt. Daraus kannst du, glaube ich, Molly machen. Oder oh, da ist Medizin. So. Was ist da? Ich glaube, von den Hütten sollte ich mich besser fernhalten, ne? Mhm. Da wohnen so die Kannibalen. Aber ich glaube, am Tag sind die nicht so aktiv. Aber ja, aber ich muss sie ja nicht reizen. Ne? Nö. Was wichtig ist, wenn du Koffer findest, mitnehmen. Also in den Koffern ist ja auch ja, was zu trinken und ja, so. Ja, klar. Weil ich habe jetzt nur noch zwei Dosen Kinder. Da habe ich ja gerade Aluhöhle gefunden. So, die Schildkröten sind so am Strand unten. Dann laufe ich auf den Strand einfach klar. Ah, ich. Würde ich jetzt so sagen, ich habe keine Ahnung, wo die wohnen. Ruf sie doch mal an. Ring, 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 ring. Hallo, der Schildkröte. Ah, geht wohl nicht ran, ne? Oh, die Salamander-Dinger, die gab's ja auch noch. Schade, mit den Seesternen kann man nichts machen. Konnte man häuten, dann konnte man sich eine Rüstung draus basteln. Und man hat was zu essen. Fantastisch. Oh, hier sind Container. Ja, in den Containern sind PCs, glaube ich, gewesen. Laptops. Aber vielleicht hast du Glück und da sind auch Kisten. Also es gab Kisten, die konntest du kaputt hauen. Das stimmt auch. Ja, hier sind Kisten. Wofür brauche ich denn so Leiterplatten? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Vielleicht konntest du. Nee, Claymore konntest du nicht bauen. Oh, ich habe eine Schildkröte gefunden. Da musst du immer den Kopf zerhacken. Wenn, weiß nicht, ob es mit so einem Stab geht. Wenn der Kopf rausguckt, geht auch okay. Geilo, Mathilda hat eine Schildkröte. Schildkrötenfleisch hast du dann auch. Oh, komm her, du Panzer. Der ist wichtig. Den Panzer mitnehmen. Hab ich. Aber das dauert. Du hast immer erst da was zu trinken drin, wenn es geregnet hat. Hm. Oder wenn es vielleicht morgens war. Ich weiß es nicht mehr. Okay, aber ich komme dann jetzt schon mal zu dir, ne? Jo. Ach, da liegen wir kaum schon. Ach, man kann nur zwei nehmen. Falsches Spiel. Naja, bei Grounded konnte man so schön viele tragen. Vor allem, wenn man die Ameisenrüstung trägt. Gibt's hier nicht. Gibt's keine Ameisenrüstung. Bauen wir hier zickzack. Einfach eh, du hast einfach das so reingeballert und dann eh gedrückt? Nein, Mann, ich hab da schon so ein bisschen auf Höhe und so geachtet. Okay, okay. Ui! Was denn? Ich bin ja ganz weit oben. Oh, hier ist ein kleiner Wasserfall. Das ist ja nett. Komm mal durch den See, ne? Ja. Kann man eigentlich auch Angeln bauen? Kann sein. Wenn, dann habe ich sie nie gebaut. Juhu, wir haben einen Schildkrötenpanzer-Sammelbehälter-Dings. Ja, von denen kann man so 4-5 gebrauchen. Hm. Fangen wir erstmal mit einem an.
Alter, ich treffe den Baum nicht. Ich glaube, diesen Baum kann ich nicht umhacken. Alles irgendwie schief. Oh. Ach, ist doch gar nicht fertig. Oh, ich wollte schon drauf gehen. Warum auch immer. Boah, ich trinke ausnahmsweise mal ein bisschen Seepipi. Pipi. Lecker, Seewasser. Ah, okay, jetzt kam's. Wenn du halt so Ekel-Seewasser trinkst und Geräusche machst, dann kriegt das die netten Kannibalen von nebenan auch mit. Ich weiß nicht, ob du deinen Charakter hier noch zum Übergeben bringen konntest. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß, wo war das hier? Scum oder wie das war? Hier konnte man ja kacken. Ach, ja, das war auch echt das Beste am Spiel. Man konnte kacken. Nee, wir haben es zwar gespielt, aber irgendwie waren auf den Servern keine Leute, auf die wir waren, oder keine Ahnung. Es war irgendwie nicht so unseres. Nee, aber es war sehr, sehr krass mit den ganzen Vitaminen und da musstest du gucken, dass dies und jenes ist. Das war schon. Ja, es war in dem Augenblick doch eigentlich sehr stressig, dass man eigentlich nur damit beschäftigt war. Oh, du bist schon fertig. Oh, es windelt. Was? Sag schon mal. Okay. Ja, die Plattformen sehen auf jeden Fall abenteuerlich aus. Ich hoffe, dass wir dann was draufbauen können. Hm. Das wäre jetzt echt doof, wenn die nicht passen würden oder so. Hm. Ich guck mir auch, glaube ich, gleich nochmal das andere. Man kann ja auch noch so irgendwie, ja, so richtig was ziehen. Das geht mit denen nicht, aber mit den anderen geht das, glaube ich, habe ich, meine ich, gerade gesehen. Wie lange geht eigentlich schon unsere Aufnahme, lieber Heinrich? Boah. Ein paar Minuten. Hm. Meinst du, wir machen erstmal ein Break? Ja. Dann, damit es nicht zu lang ist, so. Dann würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüsseli du, ne? Tschüsseli du, tschüss.